Get up! Get up. Wir machen heute weiter. So viele Missionen haben wir nämlich auch gar nicht mehr. Wir haben noch diese Drucker-Mission, wo ich den Drucker nicht fotografiert bekomme. Das ist irgendwie peinlich. Wir kriegen ja super viele Rohstoffe, das ist so krass. Von Albert. Hey Daki, wie geht's dir nach dem Abenteuer im alten Minenschacht? War sicher lustig, hm? Aber ich habe einen neuen Auftrag für dich, weißt du? Wir benötigen einen Wasserturm und eine Ladestation für unseren Fahrzeugboxenstopp. Glaubst du, du könntest etwas für uns bauen und einrichten? Baupläne sind dann bei. Wenn du keine Zeit hast, frag ich einfach Higgins. Lol. Albert, PS, es kommen demnächst noch einige andere Aufträge für Südblock. Ich werde sie ab morgen auf dem schwarzen Brett der Handelsgilde veröffentlichen. Na, selbstverständlich nehmen wir das an. Wasserturm und Aufladestation. Liebe Handwerker, die Nähmaschine, die du hergestellt hast, ist unglaublich. Ich kann jetzt jedes kleine Stück viel schneller fertigstellen. Ich denke, dass ich mit dieser Maschine auch Attribute von Kleidung verändern kann. Warum kommst du nicht vorbei und siehst es ja an? Der erste Versuch geht auf mich. Hallo Handwerker, wir haben deinen Auftrag für Kläranlage 4 abgeschlossen. Das ist die Beute, die wir gefunden haben. Viel Spaß damit, das war uns ein Vergnügen. Uff. Zeugs ohne Ende. Da war noch mehr, ein bisschen mehr gewesen, ne? Zwei, drei Industriemotor, nice. Genau, Inspektion 3 von unten. Nice, nehme ich auch mit. Vielen Dank. Oh, das war aber eine schöne Belohnung hier. Okay, wir wollten eigentlich erstmal den Drucker machen, ne? Das ist erstmal kein Problem. Wir haben auf jeden Fall den Motor schon mal dabei. Der Rest sollte eigentlich auch alles dabei sein. Schleifstein, Mangan, Stahlbarren und Flaschenzug. Ganz viel Sch. Und das sind Walz, die wahrscheinlich eintragen könnte. Aber erst einmal. Oh, sehr nice. Wir hatten sogar irgendwo noch einen Motor. Ich brauche Mangan, Stahlbarren, Schleifsteine und Flaschenzüge. Das ist immer noch die gleiche. Boah, ich sehe hier gar nicht, da ist ein Flaschenzug. Mangan, Stahlbarren und Schleifsteine. Das wird beides, denke ich, hier drin sein. Hier haben wir die Mangan. Ja, wo sind sie? Da sind sie. Und die Schleifsteine haben wir hier. Dann haben wir zumindest schon mal den Drucker fertiggestellt. Den ich hier habe. Flaschenzug, industrieller Motor, Schleifstein, Mangan, Stahlbarren. Sehr schön. Dann haben wir das sofort fertig. Dann kann ich davon vielleicht ein Foto machen. Ich weiß es nicht genau, ob das funktioniert, aber ich würde den Drucker ganz gerne bei mir stehen haben. Ich meine, ich könnte ihn craften. Dann würde ich ihn ganz gerne auch bei mir haben. So, Flaschenzüge, Mangan, Stahlbarren, Schleifsteine. Und dann ist das Ding erstmal fertig. So, wir packen den hier hinter. So, packen wir ihn hin. So, in der Hoffnung, ich kann jetzt... Okay, ich kann da wirklich tatsächlich nichts machen an dem Ding. Aber vielleicht kann ich ein Foto davon schießen. Also richtig, so richtig weiß das Spiel auch selbst nicht, wie ich das machen soll, oder? Na, ich habe erstmal einen Drucker hier. Ob ich brauche oder nicht, weiß ich nicht. Schauen wir mal. 18, 18, 16, 16 und 12. Wunderbar. Dann gehe ich erstmal, bevor ich weitermache, mit dem Pferd ein bisschen rum. Und was ich auch machen wollte, ist, dass ich die Rezepte, die die Leute haben wollen... Ach nee, das geht ja noch gar nicht. Ach, Menno. Dass die Rezepte, die die Leute haben wollen, dass ich die im Internet nachschauen werde. Weil es gibt so Dinge, sowas wie Kochen. Das finde ich so derart uninteressant in solchen Landwirtschaftsgames. Ich dann sage, okay. Die schaue ich mir lieber an. Boah, also manchmal ist es echt hart, ey. Mensch, das ist wirklich nicht so einfach. Das sind so ganz, ganz minimale... Manchmal minimale Änderungen.
Da ist alles gleich, da ist alles gleich, das sieht alles gleich aus, das hier unsieht gleich aus, das hier ist noch nicht gleich. Er fragt man sich, wie hier drei Fehler drin sein können in einem einzigen Objekt, wa? Ist ja irre. Da muss hier noch irgendwas sein. Auch nicht? Lang war. Immerhin, viele Rufpunkte, ne? Ich meine, das ist jeden Tag einfach mal 60 dazu am Wochenende. 600 nur noch! Nice! Was sind die anderen? Wie heißen die denn? Sweet Handwerker Wang und Aline Carter. 10.000 Münzen kriegen wir dafür, das ist so heftig. Einfach super, super viel. Ich habe gerade gesehen, dass hier gerade einer noch vorbeikam mit einer optionalen Mission. Hier irgendwo war einer. Ach Mist. Ist zur Kirche hochgelatscht. Passt mir ja gar nicht. Ist in der Kirche drin? Ja, leider. Muss ich doch einmal reingehen. Wir können aber ganz kurz gucken, was die. Oh, nice. Eine Predigt. Sisalsamen. Pflanzenfasern können geerntet werden. Eine Regenblumen. Oh, okay. Regenblumensamen. Großer Pflanzkasten. Aprikosen, Salpeter, Zeolith, Kristalle, Äpfel. Ja, so. Emily. I finally planted the pumpkin princess and she's growing at a good clip. Nice. Pumpkin Princess? Kürbisprinzessin. That's right. Did you forget? It's that pumpkin seed we got from the mysterious salesman. Oh, das ist großartig. Kann ich dir irgendwie helfen? Aw, you're so sweet. I think I can handle it myself. Oh, it's just that I want to raise it together with you. Lol. Oh, if that's the case. Let's do this together. Can you please take care of applying the fertilizer? Soll ich draufkacken? Wir dürfen diesen Planeten nie wieder nach dem Leben verschmutzen und verschandeln. Wir müssen in Frieden und Harmonie leben. Liebt eure nächsten Phase. Bla 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 bla. Okay. Ich hätte hier noch schon gewartet, aber du hast dich gelangweilt, ich verstehe. Wir haben dort das Düngen. Wir haben hier, dass Sonja etwas möchte. Was möchten Sie, Sonja? Hä? Oh, da oben ist noch was gewesen. Wir gehen erstmal zu Sonja. Sonja! Guten Tag! Hi! Eine Bestellung Gemüsesalat, okay. Alla, was willst du denn, Bruder? Ja, wie gesagt, das Kochen ist sowas von langweilig. Vegetable Salad. Was brauchen wir dafür? Lass mich, warte, bevor ich sage, oder bevor ich nachgucke, gucke, sage ich immer, was ich machen würde und schaue, ob es in etwa das gleiche ist. Also Gemüsesalat. Zweimal Gemüse. Was gibt es denn Gemüse? Tomaten habe ich bisher nicht gesehen, Gurken glaube ich auch nicht. Salat. Und das war's, mehr will ich da nicht reinmachen. Zweimal Lettuce, also zweimal Salat und einmal Salatsoße und im Cooking Set, alles klar. Goodbye. Woher kriege ich Salat? Lettuce. Habe ich Lettuce? Das ist nicht meine Kiste, da ist sie. Wir können die auch mal deswegen mal mitnehmen, ne? Weil die sind wahrscheinlich sowas von überreif. Habe ich Salat? Ich habe sogar Salat, nice. Wir sind natürlich jetzt im Winter. Salpeter, großer Pflanzkasten benötigt. Die auch? Ein kleiner Pflanzkasten. Das heißt, ich brauche einen großen Pflanzkasten. Ich habe sogar große Pflanzen. Ich muss mir das tatsächlich kaufen. Salat und, was haben wir gesagt? Salatdressing, ne? Habe ich sowas? Ich glaube nicht. Soll ich das mal ganz kurz bei Oma Erna kaufen? Vor allem, die wir hier einen Kürbis im Winter anbauen, ist auch sehr clever, wa?
Sehr, sehr clever. Das ist Milch. Salatsauce. Hätte ich das bei Sonja kaufen können? Da, wo ich gerade stand? Ach, dieses Kochen ist so ein nerviges. Grundsätzlich, ich finde es auch in Harvest Moon damals, Friends of Mineral Town, ich habe es gehasst zu kochen. Es ist so einfach ein aus meiner Sicht langweiliger Teil des Spiels. Was natürlich immer Geschmackssache. Eine Glücksplane. Kann an die Wand gekleistert werden, sehr interessant. Eine Zitronenlimonade. Okay. Wo kriege ich Salatsoße her? Ich weiß auf jeden Fall, ich hatte das schon mal gehabt. Aber ich kann jetzt zum Beispiel den Leuten giften hier. Na? Und dann entsprechend, die mögen es zum Beispiel nicht, die würden -2 Beziehungen kriegen. Can be given. Okay, was ist Salatsoße? Mit einem Mixer. Ich glaube, ein Blender ist ein Mixer, ne? Eier und Zucker. Mike, was ist voll nur wieder nachzugucken? War ein Blender nicht ein Mixer? Aber es hat nicht dasselbe Symbol, finde ich. Ja, tatsächlich. Ach, interessant, interessant. Machen wir mal Dressing, Dressing heißt es. Und hier packen wir ein paar Kupferplatten hin. 5 Stück. Aber dann lernen wir vielleicht etwas daraus, wenn wir. Wenn wir die Rezepte nachschauen. Dann merken kann man sich auch nicht alles. Das funktioniert auch nicht. So, alles sorten. Dann wird das hier wieder in die Fertigung reingepackt. Zack, zack, zack. Ich habe eine Schleuder bekommen. Danke sehr. Danke für diesen Müll. Bitte sehr. Und dann müsste das eigentlich auch gleich fertig sein, die Salatsoße. Das Dressing. Das ist ein Gemüsesalat, ja. 30 Minuten. Gut. Hier musst du den Wasserturm aufstellen. Mal gucken, was so einfacher ist. Aufladestation, Wasserturm und den Alleschleifer und Alleschneider brauche ich auch noch. Wasserturm, Kupferplatten, Aluminiumplatten. Hartes Aluminium, ziemlich einfach. Kupferplatten werden gerade gemacht, das ist wunderbar. Mann, ich brauche hier schon wieder einen Kackofen. Hör doch mal auf, meine Öfen zu klauen. Du. Ach, Mann, ey. Ich glaube, hartes Alu habe ich ja letztens komplett gecraftet. Das ist natürlich das, was ich jetzt, wo ich jetzt einen Vorteil habe. Ich brauche mehr. Habe ich Kupfer? Kupferplatten brauchte ich noch. Ja, große Rohre. Ich werde demnächst auch mal wieder in die Mine gehen müssen. Ein bisschen Erze ernten. Und natürlich ganz wichtig auch. Oh, ich habe noch einen Skillpunkt. Wo habe ich den denn her? Ich muss aufleveln. Verringere für jede Verteidigung deiner Gesundheit um einen der erlittenen Schaden um 0,1. Erhöhe für jede Verringerung der Gesundheit um 1% den Schaden um 0,1. Das finde ich ganz cool. Ja, bis dahin werden wir mal hingehen. Wir werden uns verteidigen. 5% von 1000 werden durch 100 mal 5 sind wir bei 70 Lebenspunkten. Da will ich lieber die Verteidigung erhöhen. Ganz ehrlich. So, ein Dressing ist gleich ready. Wir werden hier mal ganz kurz einen Energiestein nachtanken. Ach, komm schon. Das ist nervig, dass ich es immer wieder im Inventar haben muss. Auftanken. Mach 7 Steine rein. Das geht, denke ich, gut da eh regelmäßig rein. So, meinetwegen mach halt noch ein bisschen mehr Dressing. Ich habe eh genug Eier. Nee, lieber nicht. Machen wir noch insgesamt eins. Dann machst du 2. Wenn ich jetzt 2 Salate drin packen. Er sagt ja auch nicht, ob es richtig ist oder falsch. Ne? Das ist voll nervig. Dressing. So, mit dem Kochen beginnen. Ich habe Gemüsesalat bekommen. Vielen Dank dafür. Wichtig. Und wie gesagt, die Rezepte will ich jetzt einfach nachgucken. Das ist auch nicht so das Ding. Beschenken und zwar damit. Genau darauf habe ich gehofft, danke. Das bringt halt auch im Prinzip nichts, außer dass es halt eine kleine Nebenmission ist, dass wir halt Rezepte bekommen, ne? Fahrzeugbox, ach so.
Ja, dann möchte Gail noch etwas. Dann ganz kurz mal zu Gail und werden dort noch etwas kochen. Und wenn er fertig ist, dann werde ich sicherlich auch sein Gericht fertig haben, was er haben möchte. Es ist halt, um schneller die Dings zu pushen, ne? Das geht schon. Ein gebratener Reis mit Lachsspitze. Okay, was ich nehmen würde, ist. Öl gibt es, glaube ich, nicht. Reis, Lachs und das war's. Gebratener Reis. Es gibt auch andere Leute, die nachgesucht haben. Ich muss mich nicht dafür schämen. Einmal goldenen Goldfisch, Reis und einmal Zimt, Kumin oder Koriander. Oder das zweite ist ein verbesserter. Okay. Ah, ich wollte doch die größeren Kästen mitnehmen. Aber ich habe eh keinen Silikonchip. Ich glaube, ich brauche die kleinen Silikonchips dafür. So, mein. Meins ist dort. Das heißt, ich brauche einen Fisch. Sowas wie Koriander und so weiter müsste ich eigentlich haben. Oder Kumin. Zumindest für die Falle hatte ich das, glaube ich, mal geholt. Brauche ich einmal Fischzeugs. Und zwar einmal den da. Ein Goldlachs. Der reicht auch schon aus. Landwirtschaft, einmal Koriander. Und was habe ich noch gehabt? Reis, ne? War es, glaube ich, gewesen. Einmal Reis. Oh, hier habe ich sogar Dressing. Ich bin noch ein Trottel, ey. Reis musste ich, glaube ich, kaufen. Oder Anpfl Reis kann man nicht anpflanzen. Oh, es gibt ja auch Reispflanzen. Und wo muss sie herkommen? Wenn Oma Sophie's nicht hat, dann hat's keiner. Da muss ich leider gucken. Aber sie müsste Reis haben. Vielleicht aber auch nur als Reissamen. Auf jeden Fall mir Tee, das ist auch schon mal nicht verkehrt. Ups. 100 mal Reis. Ich kaufe mir jetzt einfach mal. Ja, doch, ist okay. Eine Kartoffelfrucht kann man noch selbst bekommen. Mehl habe ich, glaube ich, schon gekauft, ne? Eier werden wir 100 Stück mitnehmen. Salz nehmen wir nochmal 100 Stück mit. Tee nehmen wir mal 20 mit. Und für irgendwas braucht ihr auch noch Tee. Ich weiß nicht mehr genau für was. Und da haben wir ziemlich viele Items bekommen. Ich finde es cool, wie der Counter mal hochzählt. Das ist eine nice Count-Mechanik. Gefällt mir. So, na dann lass doch mal kochen für Gail. Zutaten hinzufügen. Einmal Mehl. Reis natürlich und einmal Koriander. Gebratener Reis mit Lachs Spezial. Kein Problem. Was macht das? Ausdauer plus 1% pro Sekunde hält 30 Sekunden. Ja, wir werden später mal die ganzen Rezepte angucken, was wir so für auf Dauer nützen, auch nutzen könnten, vielleicht für unsere Dungeon-Mission. Wer weiß das schon? Da sind die immer noch am Beten. Da ist Gail. Hi. Ein Kräuter, eine billige Limo. Und 15 Beziehungen natürlich. Sehr schön, sehr schön. Damit haben wir, glaube ich, gerade alle Rezepte erledigt hier. Das ist super. Jetzt können wir mal gucken, was sie düngen möchte. Und dann schauen wir, was wir da reinschmeißen können. Vielleicht sollen wir auch draufkacken. Wer weiß das schon? Nicht genug Gegenstände. Ich habe keinen Dünger. Da muss ich mir den Dünger mal ganz kurz holen. Ist ja kein Ding. Ich finde es ganz cool. Ich glaube, also es gab keinen Patch. Ich habe geschaut. Dass man jetzt auf einmal auf dem Tier in die Häuser und so weiter rein kann, was ich ganz cool finde. Dünger brauchte ich, der Dünger ist aber draußen bei den Pflanzen, soweit ich das weiß. Den habe ich da reingeschmissen. Oh, nur ein Dünger scheinbar. Juhu! Können wir alles auf dem Pferdchen machen, das ist sehr praktisch. Dünger. Draufgelatscht. Okay.
Hilf Emily, ihre Kürbisprinzessin zu düngen. Ne? Mal erledigt, dann zeigen wir das noch Emily. Da bist du ja. Vielen Dank, die Prinzessin sagt mir, ich solle Hihi sagen. Naja. Ja, selbstverständlich. Okay, dann machen wir mal. Das wäre ganz cool, wenn man das einfach so. Ne? Ihr wisst schon. Einfach jetzt abfüllen könnte. Habe ich eigentlich Aluminiumplatten? Das ist eine gute Frage. Das ist super bedauerlich. Edelalu. Brauche ich hier noch Edelalu für? Hier brauche ich hartes Alu dafür. Lass mal Edelalu machen, würde ich sagen. Ja. Kupferperlen, wie viel brauche ich? Okay, ist ja gut. Ich kurz mehr schon. Es dauert immer so lange, dieser eine Tag. Ich habe eigentlich oft so, okay, wir machen jetzt ein paar mehr Folgen. Ein paar mehr Tage pro Folge. Aber nein. Haben wir gar keine Kupferplatten? Wahrscheinlich würden sie auch anders dran. Ich habe jetzt ja keine Ahnung. Muss nochmal nachgucken. Ob ich denn genug Kupferplatten habe. Na, zu kotzen. Oh, 5 Stück hier. Na, ich weiß, die sind eh fertig. Okay, wunderbar. Die werden nicht mehr gedrosselt. Das Fleisch ist fertig. Wollen wir das Fleisch reinpacken? Wir haben auch genug Salz. Wir haben nicht mehr so viel Fleisch. Wir brauchten hier große Rohre, soweit ich das weiß. Können wir 5 Stück machen, brauchen wir Bronzerohre, okay. Die sind das Pro oder die sind das der Grund, warum wir nicht noch mehr machen können. Platsch. Aluminiumkapfen Dingen und hartes Aluminium. Das haben wir natürlich schon gemacht. Ohne müssen wir jetzt ziemlich lange verarbeiten. Das habe ich hier noch nicht reingepackt, ne? Das harte Alu, oder? Habe ich irgendwo hier reingeschmissen. Also. Ach du Kacke, ey, die Kisten sind allzu klein. Ich hätte gerne diese 300er Kiste. Ich will die haben. Da fehlen noch Aluminiumplatten und Kupferplatten. Na dann haben wir das schon mal fertig. So, zeigen wir im Handbuch. Ein industriellen Ofen, verbesserter Motor, hartes Aluminium, großes Rohr, Stahlplatten. Dann lass doch nochmal. Es ist 18.51 Uhr. Ich warte einfach, bis ich damit fertig bin, dass dann das. Oh, eine Versammlung. In unserer Stadt ist alles in Ordnung. Okay, wunderbar. My son Gust is nothing like me. Well. Ein Foto eines Fotokopierers im Gebäude. Eigentlich dürfte das gar nicht so schwierig sein. Ich glaube, das ist einfach verbuggt. Ich würde gerade nochmal zu der Handelsgilde ganz fix rennen und schauen, ob ich einen neuen Auftrag geben kann. Aber wir sollten schon nicht untätig bleiben, aber ich glaube, das ist zu, oder? Ja, noch nicht ganz. Weil ich glaube, ich kann hier immer rein, kann das sein. Kleinlage Level 4. Gegen so eine Schaufel dafür, ist ja auch geil. Mehr Schaufeln. 12.000, Alter. Was ist das eigentlich da? Ein S, ist sogar eine S-Rang. Was ist das für ein Erz? Eisenerz, oder? Das denke ich, warum ist das so teuer? Das ist total bescheuert. Das ist doch nichts Sinnvolles hier, außer der Diamant und die Motoren. Das ist doch nichts wertvoll. Ich verstehe gar nicht, warum das 12.000 kosten soll. Ja, die Flaschen sind ganz gut. Die Ventile brauche ich. Was hatte ich? Bronzerohre, ne? Das sind nur Kupferrohre. Ah, das ist teuer, ja. Guck dir das an. Aber jetzt Energiesteine. Die bringen uns aber jetzt auch nicht so. Die yellowfrumde Eck. Und ich kriege jetzt den Motor halt einen Diamant, den ich für 200 verkaufen kann. Aber das ist halt wirklich nichts, ne? 200 ist halt wirklich nichts.
Das ist nicht viel. Aber vielleicht brauche ich den Diamanten für irgendwas ganz, ganz Besonderes. Ich weiß es noch nicht. I don't know. Okay. Wir brauchen ja genügend Eis. Ich glaube, ich habe ja kein Kupfer mehr, ne? Wo laufe ich eigentlich gerade hin? Das ist richtig. Da wollte ich hin. Ich würde sagen, ich habe 450 Dingens noch. Auch das hier kommen wir hier hoch und das hier und das hier. Ich werde jetzt noch ein bisschen hier drinne bohren. 200, das ist okay. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns einfach im neuen Tag wieder. Ich kann auch Erz kaufen. Weil ich jetzt hier einfach ein bisschen graben werde, um ein paar Ressourcen zu bekommen. Ich glaube nicht, aber ich habe alles schon mitgenommen. Hier ist noch ein bisschen Kupfer. Ja, um einfach ein bisschen Erfahrung zu sammeln, ne? Ich meine, das ist schnell gemacht. Datendiste auch ganz viele wieder will ich haben. Ich habe nämlich keine mehr. Wäre ein bisschen traurig, wenn ich dann demnächst keine mehr hätte. Ist das das? Stein, oder? Ja. Vielleicht finde ich noch ein paar Relikte unterwegs, aber erst einmal... ja, ach, ich glaube, hier müssten eigentlich noch ein paar Stellen sein, oder? Habe ich echt alles mitgenommen? Das kann sein, dass ich das komplette Kupfer erstmal mitgenommen hatte. Aber Bronze brauche ich auch. Kriege ich hier nicht Bronze? Aber ich glaube, Bronze machen wir aus Kupfer und Zinn, kann das sein? Lass mich mal kurz im Handbuch gucken. Kupferbarren. Ich wollte Bronze haben. Bronzerohre an der Schleifmaschine. Ich mal Bronzebarren. Bronze und Kupfererz und Zinnerz. Okay, wunderbar. Kriege ich dir beides nicht hier? Nice, okay. Das heißt, ich werde jetzt einfach die kompletten 450 Ausdauer hier verballern. Wird wahrscheinlich dann 2-3 Uhr Nacht sein. Geh weg. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns in einem frischen neuen Tag wieder. Bis gleich, Leute.